Seht ihr den Unterschied zwischen 60 und 144 Hertz? Hoffentlich ja. Vor gar nicht allzu langer Zeit waren Herzzahlen über 100 noch ein Symbol dafür, ein Hardcore-Gamer mit ganz viel Kohle zu sein. Mittlerweile kennt jedes Fortnite-Kiddo den Unterschied. Ist klar, je älter Technologie wird, desto leistbarer wird sie in der Regel. Und gerade bei großen Technologiesprüngen dürfen wir Gamer uns oft darüber freuen, dass wir wieder mal etwas für Otto-Normalverbraucher leistbar bekommen können. Und auch vor kurzer Zeit gab es wieder mal einen Sprung, den wir als Gamer demnächst ziemlich hart spüren werden. Die Geschichte der Grafikkarten ist eng mit der Historie von zwei bestimmten Unternehmen verbunden, die ihr sicher alle kennt. Nvidia und ATI. Ach so, die sind später von AMD gekauft worden, also Nvidia und AMD. Gaming hat es aber Jahrzehnte vor diesen Unternehmen schon gegeben. Aber woher kamen dann davor die Grafikkarten? Theoretisch nirgendwoher. Damals hat nämlich noch der Prozessor die Grafik übernommen. Erst Ende der 90er Jahre hat dann Nvidia und ihr damaliger Konkurrent 3DFX die erste eigenständige Grafikkarte rausgebracht. Aber da ging's noch lange nicht um 144 FPS. Da ging's erstmal um was viel Banaleres. 3D. Also nicht 3D-Brille 3D, sondern einfach nur dreidimensionale Polygone in Games. Das haben die Prozessoren alleine nämlich nicht mehr gestemmt. Und noch dazu kam, dass es ja nicht sein konnte, dass die PlayStation 1 bessere Grafik hat als ein PC. Da musste die Master Race einfach nachrüsten. Die 3DFX Voodoo und Nvidia Riva 128 waren das Ergebnis dieses gekränkten Egos. Drei Jahrzehnte voller Innovation und technologischen Fortschritt sind dadurch eingeleitet worden. Anfang der 2000er Jahre ist die Firma 3DFX nach und nach verschwunden und hat Platz gemacht für einen anderen Konkurrenten, ATI. Mittlerweile kennen wir es als AMD, aber im Prinzip same shit. Die haben dann mit den ersten High-End-Grafikkarten den Markt regelrecht eingenommen. Das war eigentlich erst der Start von Gaming Rigs als Statussymbol. Die Radeon 9800 Pro kam 2003 und hat das Game Development erstmal richtig verändert und ihnen Möglichkeiten gegeben, die davor so nicht möglich waren. Ab hier hat auch das ewige Hin und Her begonnen. Erst wird die Hardware besser als die Game-Technologie, dann kommt ein Game raus, das noch keine aktuelle Karte überhaupt schafft. Kennen wir ja bis heute. Damals war das Paradebeispiel dafür vor allem ein Game: Crysis. Wenn dein PC dieses Game zum Release geschafft hat, dann konntest du damit auf jeden Fall krass auf MySpace flexen oder was auch immer damals an Social Media da war. Es war damals ohne Zweifel das aufwendigste Spiel, das Grafikkarten gekillt hat, wie ein smurfender Radiant in einer Silberlobby. Und im Vergleich zu Cyberpunk, das einfach nur schlecht optimiert war und nach drei Patches dann eh einigermaßen lief, war es bei Crysis so gewollt. Die Entwickler Crytek haben das Spiel auf ihrer neuen CryEngine 2 programmiert und es war für damalige Zeiten ein Riesensprung. Es hat keine andere Engine gegeben, die Physik und Lichtverhältnisse so gut darstellen konnte. Der Preis dafür war, dass es nur theoretisch spielbar war. Praktisch lief das nirgendwo. Sogar die performancestärksten Gaming-PCs pieken bei 40 FPS, klingt nicht allzu schlimm für Konsolenplebs, aber das war auch nicht alles, sondern es lief auch noch nur auf einer Auflösung von 720p. Um es also in PC Master Race zu übersetzen, nicht nur laggy, sondern auch unscharf. Damit hat der Game-Developer Crytek den Grafikkartenherstellern einen so dicken Brocken auf den Tisch geknallt, an dem die GPUs einige Zeit lang zu knabbern hatten. Crysis hat aber auch gezeigt, was möglich sein kann in der Gaming-Branche, wenn wir nur die richtige Hardware hätten. Sogar ein Meme, but can it run Crysis, hat sich etabliert und über Jahre hinweg für Gelächter gesorgt. Dennoch war das Spiel für AMD und Nvidia ein Benchmark, den sie mit ihren Produkten erklimmen mussten. Was glaubt ihr, wann die erste Grafikkarte rausgekommen ist, die offiziell Crysis auf 4K-Auflösung, 60 FPS und allen Details zum Laufen gebracht hat? Crysis Release war 2007. Die erste Grafikkarte, die das Genannte dann gepackt hat, war die Nvidia Titan 5. Und wer es nicht weiß, die kam 2017. Unglaubliche 10 Jahre hat es gebraucht, bis die Crysis Benchmark erstmal richtig erreicht war. Aber warte, 60 Hertz? Wir wollten doch wissen, wie 144 und mehr Standard wurde. Und auch das ist rund um die Crysis-Zeiten passiert. Da zum ersten Mal ein Monitorhersteller Wind in die Gaming-Branche gebracht. LG hat nämlich den ersten 120-Hertz-Monitor rausgebracht und ein Problem damit gelöst, das davor noch niemandem überhaupt bewusst war. War euch übrigens das Problem bewusst, dass die Mehrheit von euch unsere Videos ansieht und nicht subscribed ist? Ihr wisst sicher eine Lösung dafür.
Auch der Monitormarkt hat die Entwicklung von den Grafikkarten von DAVEC vorangetrieben. Der erste 120 Hz Röhrenmonitor war ein Meilenstein, wenn auch über Umwege. Mit dem LG Flatron M400D ist der erste Monitor dieser Art auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentiert worden. Der Verwendungszweck ursprünglich war aber nicht dafür, dass ihr in Counter-Strike jetzt mehr Bilder pro Sekunde habt, um Köpfe zu klicken. Eigentlich war der Monitor das Ergebnis des aufkommenden Trends, Bilder in 3D präsentieren zu können, ohne dass ihr dafür die lästigen Brillen mit den gefärbten Gläsern aufsetzen müsst. Die Ingenieure haben auf Biegen und Brechen probiert, diese 3D-Technologie für den Massenmarkt zu designen, und wir in der Zukunft wissen ja, das hat so nicht ganz geklappt. Aber hey, dafür ist was anderes aus der Idee entstanden, das 3D-Thema war nach ein paar Jahren gecancelt. Aber dafür der 100+-Hertz-Hype gestartet. Nvidia und AMD machen da jahrelang Fortschritte, nur um auf einen Schlag wieder vor neue Herausforderungen gestellt zu werden. Ein Jahr später ist dann auch der erste LCD-Flachbildschirm von Samsung auf den Markt gekommen, immer noch mit den lästigen 3D-Features, die niemand braucht, aber auch mit 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Auch wenn die Grafikkarten zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich mit diesen Monitoren umgehen konnten und es auch kaum Treiber dafür gab, war es trotzdem der Startschuss für den Kampf um jeden Frame. Von Jahr zu Jahr sind immer günstigere Monitore mit hoher Bildwiederholungsrate auf den Markt gekommen und dementsprechend haben auch die Grafikkarten mithalten müssen. Ein weiterer Meilenstein dafür auf Seiten der Grafikkarten war die Nvidia GTX Titan. Es war die erste absolute High-End-Grafikkarte, aber auch mit dem entsprechenden Preis. Stolze 950 Euro hat die Grafikkarte zum Release 2013 gekostet. Wirkt zu den heutigen Grafikkartenpreisen im High-End-Segment fast günstig. Aber da war Kryptomining auch noch nicht dabei, den Markt zu manipulieren. Es war die erste ultimative GPU, die alles zur Schau gestellt hat, was Nvidia kann. Das war die erste Grafikkarte, die für High-End Refresh Rate Gaming in höchster Auflösung gedacht war. Außer bei Crysis natürlich, aber da hat der Nachfolger das Problem geregelt. Und wie immer, wenn es um Technologie geht, auch wenn die ersten Modelle mit einer bahnbrechenden Technologie nur für die Reichsten unter den Reichen leistbar ist, dauert es meistens nur wenige Jahre, bis die Technik auch für normale Gamer leistbar ist. Das spiegelt auch der gebrauchte Preis auf Willhaben wider. Zu Release 950 Euro und mittlerweile 50 bis 200 Euro. Die Hardware wurde nach und nach verbessert. Teile sind kleiner geworden, Systeme effizienter geworden, aber alles ist nichts gegen das, was jetzt gerade passiert. Jetzt befinden wir uns nämlich im Zeitalter von KI-unterstützten Grafikkarten. Und das wird wohl eine Reihe von neuen Features für uns eröffnen. Eins davon ist schon passiert. Das ist nicht nur leistbar, sondern tatsächlich teilweise gratis. Es geht um DLSS, die Abkürzung von Deep Learning Super Sampling. Und AMD Super Resolution ist die Antwort auf Spiele, die so richtig Performance fressen. Was damit in ganz einfach erklärt gemacht wird, ist Fake-Zwischenframes zu erstellen anhand dessen, was man gerade sieht. Das funktioniert aber nur, wenn recht genau angenommen werden kann, was als nächstes im Frame passiert. Und das macht KI recht gut. Damit macht ihr plötzlich aus euren 60 bis 70 FPS in Cyberpunk einfach mal 120. Diese Technologie ist so noch nicht allzu lange da und damit sicher noch nicht am Punkt, voll ausgereizt zu werden. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wenn euer PC nur 60 FPS schafft, dann kann dieses kleine Feature einfach die FPS verdoppeln, ohne extra Leistung vom PC zu verbrauchen. 1+1 Gratis-Aktion bei FPS. Das einzige Problem momentan ist, dass dieses Feature nur für die neuesten Grafikkarten verfügbar ist. Das ist natürlich erstmal wieder teurer. Aber auch dafür gibt es bereits eine Lösung für einige von euch. Die kommt aber nicht direkt von Nvidia oder AMD, sondern wie so oft von ein paar Moddern. Die haben es nämlich geschafft, dieses Feature so sehr zu modden, dass es irgendwie auch auf alten Grafikkarten läuft. Nicht auf allen, aber auf sehr vielen. Wenn ihr also Glück habt, dann könnt ihr nur mit dem Installieren von DLSSG to FSR3 von Nexus Mods in vielen Spielen for free eure Frames verdoppeln. Wie gesagt, es funktioniert nicht mit allen Karten und auch nicht in allen Spielen, aber das ist nur der Anfang. Eine Technologie, um FPS zu verdoppeln, ohne wirkliche Hardware-Verbesserungen. Was kommt als nächstes? Ein gutes Spiel aus dem Hause EA? Naja, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Okay, bye!